So, meine lieben Freunde, hallo und herzlich willkommen wieder zurück hier zu Dark Souls 3, Folge 18, kurz vor der Nachtschicht. Eigentlich wollte ich jetzt meine Bude wieder aufräumen, weil die Nachtschicht ist bei mir immer so, nach der Nachtschicht räume ich nie auf und dann sieht irgendwann nach 3-4 Tagen meine Wohnung aus wie ein Schlachtfeld. Und jetzt hatte ich zwei Prioritäten, entweder ich räume meine Wohnung auf oder ich nehme eine Folge Dark Souls auf. Da habe ich mich natürlich für eine Folge Dark Souls entschieden. Wo sind wir, Freunde? Wir sind jetzt im Kerker von Irithyll. Wir haben in der letzten Folge Anor Londo und den, ja, na, wie hieß er? Den Götterfresser erfolgreich gelegt und müssen jetzt hier weitermachen. Denke ich mal, das ist... Okay. Müssen jetzt hier weitermachen. Im Kerker von Irithyll. Und ich bin gespannt, was das Gebiet hier so mit sich bringt. Theoretisch hätten wir ja eigentlich gleich hier lang gehen können. Wie sind wir überhaupt nach Anor Londo gekommen? Ich habe schon wieder so lange nicht mehr gespielt. Ich habe langsam so ein bisschen den Gesamtüberblick, muss ich ehrlich sagen, verloren. Ach ja, über diesen komischen hier, über diese... Ja, dann irgendwie nach Anor Londo. Freunde, so langsam, die Welt ist mittlerweile so groß, dass ich ein bisschen den Überblick verliere. Hi. Hoffen wir mal, dass das kein Gegner ist, der uns Probleme macht. Der Kerker kommt mir ein bisschen unheimlich vor. Muss ich gerade mal zugeben. Hier liegen noch überall Items. Achso, das kann man sogar aufmachen. Ich habe gar nicht gelesen, was wir eingesammelt haben. Ich glaube, es war nichts weiter Wichtiges. Die ist verschlossen. Hier waren wir drin. Okay. So. Okay, da kann schon mal zaubern. Oh, der ist ja unheimlich. Alter. Alter. Der hat uns gerade eiskalt gebrandmarkt. Jetzt können wir uns auch gar nicht mehr schnell bewegen. Alter, was? Unser Lebensbalken. Habt ihr das gerade gesehen? Das ist hart. Also von dem dürfen wir uns auf jeden Fall nicht treffen lassen. Das ist heftig. Der reduziert einfach mal eiskalt unseren Lebensbalken. Wie schnell der ist, Alter. Okay. Er lässt sich aber wenigstens staggern. Was sind das hier unten? Er kriecht irgendwas lang. Er lässt sich wenigstens staggern und hat relativ wenig Leben. Vorsicht vor rechts. Kuckuck. So. Schwindende Seele. Da ist noch so ein Typ. Oh, Freunde, das Gebiet hier ist nicht besonders einladend. So viel kann ich euch schon mal verraten. Wenn noch irgend... Sieht alles so nach versteckten Wänden hier aus. Wir müssen auf jeden Fall vorsichtig sein. Hier ziemlich... Hier ist bestimmt rechts noch ein Gegner. Bevor die uns hier Probleme machen, besiege ich erstmal die und jetzt nehmen wir uns den vor. Das Langschwert, ne, mal ohne Witz. Das haben wir jetzt schon seit, ja, allen 18 Folgen eigentlich fast. Gut, in der ersten hat man noch eine andere Waffe. Ansonsten haben wir fast nur dieses Schwert. Und der Schaden reicht. Der Schaden reicht vollkommen zu. So, ich gehe erstmal hier hinter. Gucken, ob hier irgendwas rumliegt. Da hinten ist so ein Item.
Hier ist noch eine Abzweigung. Okay. Vorsicht vor Furcht. Ah, oh. Ich bin wieder erschrocken. Meine Güte. Wie er uns anguckt. Oh. Na gut. Es wurde ich ein bisschen unheimlich hier. Ah, da ist noch so ein Typ. Das haut immer rein. Das hat uns jetzt auch ganz schön Schaden zugefügt. Ach, du Kacke. So was Ekelhaftes. Unsere Estos, ne, die hauen auch mittlerweile ziemlich gut rein. Estos plus 3 ist schon eine ordentliche Heilung. Stechen wir mal die ganzen Typen weg. Auch verschlossen. Ich krieg mal bestimmt noch irgendwie einen Kerkerschlüssel oder irgendwas. Vorsicht vor Hinterhalt. Oh oh. Oh oh. Alter, haben wir gerade Glück gehabt. Hier musst du echt vor allem kleinen Scheiß musst du ja Angst haben. Es ist der Wahnsinn. Das sieht hier alles überhaupt gar nicht sicher aus. Vorsicht vor Mob-Gegner. Übrigens links. Okay. Oh, oh, oh. Das Feuer unseres Langschwerts. Okay, Rüstung des uralten Zauberers. Das Feuer scheint ihn ganz schön zuzusetzen. Ich finde unsere Rüstung immer noch so geil, ey. Ach, ist das eklig. Können wir dich von hier irgendwo besiegen? Nee, wa? Nee. Oh, will ich das Tor jetzt öffnen? Eigentlich ja nicht so. Aber ich glaube, ich muss. Oh, oh. Das sind doch die Typen, die uns so eine Blutung aufhalsen können. Ah, Feuer haut rein. Feuer haut auf jeden Fall rein. Das Feuer. Es ist das Feuer. Großer Zauberschild. Okay, zaubern können wir sowieso nicht. Gut, dass wir es eingesammelt haben. So, jetzt bin ich gerade überfragt, wo es jetzt weitergeht. Wir haben ja eigentlich gar keine Wege mehr, oder? Doch, oben. Stimmt. Da ist hier eine riesige Kerkeranlage. Aber ich muss sagen, die Welten von Dark Souls 3 sind ja recht geil. Aber bis jetzt haben wir echt viel Burgen und Kerker und so ein Zeug hinter uns gebracht. So richtig abgefuckte, abgespacede Welten, wie es in Dark Souls 1 zum Beispiel gibt. Oder in Demon's Souls. Die habe ich bisher noch nicht gesehen. Bisher ist ja alles, ich sag mal, von Menschenhand erbaut, sieht vieles aus. Nee. Wartet mal, wo sind wir denn jetzt? Hier hinten lag nichts mehr. Ist hier vielleicht noch irgendwas zum Runter? Nee. Das ist das. Ach, hier rüber, stimmt. Hier können wir noch weitergehen. Hallo? Da ist noch so ein Mage.
Lässt sich nicht von dieser Seite öffnen, okay. Na komm. Ach so. Wir können das von so weiter Entfernung machen. Na, das ist ja toll. Ah, das Leben wird wieder regeneriert. Okay, das ist schon mal super. Was ist das denn? Ist das eklig, Alter. Was ist denn das für ein widerliches Vieh? Ah, okay. Können wir auch die Tür hier öffnen? So, jetzt müssen wir irgendwie so schnell wie möglich zu diesem Mage. Ah, okay, da ist noch ein Hinterhalt. Musst du echt scheiße vorsichtig sein, ey. Ich fühle mich hier in diesem Gebiet auch irgendwie ein bisschen unwohler als sonst. Das Sicherheitsgefühl ist ein bisschen weg. Was grunzt denn hier die ganze Zeit so rum? Da müssen wir runter. Das ist auf jeden Fall noch ein großer Lizard. Blech. Also müssen wir irgendwie hier runterkommen. Ach, das ist jetzt die andere Seite. Es sieht natürlich identisch aus mit dem auf der Seite. Deswegen war ich gerade ein bisschen verwirrt und dachte, wir waren schon hier. Dabei waren wir hier noch gar nicht. Ach, da ist noch einer. Okay. Schnell weg, 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 weg. Und, ah, scheiße, nein. Ah. Oh Gott. Wir haben kein Leben mehr. Wir sind verflucht. Oh nein. Oh nee. Was? Ah, fuck. Das ist hart. Ich dachte, wir können uns da irgendwo schnell in eine Zelle verziehen und ein bisschen Leben regenerieren, aber nö. Dem war nicht so. Rein theoretisch dürften wir jetzt hier... Ah, nee. Oh, ist das uncool. Man kann nichts mehr machen, ne? Wenn er ihn einmal hat. Ist es vorbei. Spast. Na, okay. So einfach durchrennen ist hier nicht, Freunde. Noch so ein Typ. Okay, Freunde. Also mit Gegner auslassen geht hier wirklich gar nichts. Wir müssen hier sozusagen fast alle jedes Mal wieder besiegen. Diese Scheißwolke, ey. Oh, nö. Ah, ne, wir können ja hier lang. Stimmt, wir haben jetzt den Shortcut frei. Jetzt können wir ja hier lang gehen. Ich verzieh mich mal schnell. Wir müssen auf jeden Fall vorsichtig sein. Oh, jetzt kommen die beide. Scheiße. Jetzt habe ich ein Problem. Alter, wir sind verflucht. Oh, nee.
liegt eh noch ein Item. Schlüssel des Ausbrechers. Okay, damit können wir wahrscheinlich die ganzen Zellen hier öffnen. Ich warte mal eben hier, bis unser Leben wieder da ist. Aber zwei von denen, das ist natürlich doof. Oh, scheiße. Nein. Eins. Weg, weg, weg. Wir müssen das leider so machen, Freunde. Sonst haben wir ein Problem. Wenn wir jetzt gleich den zweiten angreifen würden, besteht das Problem, dass der uns gleich verflucht und unseren ganzen Lebensbalken niedermäht. Jetzt können wir uns den vornehmen. Backstep. Genau das wollte ich eigentlich mal machen. So, so schnell geht's. Okay. Oh, ist das anstrengend. Uah! Was? Mal ganz im Ernst. Was ist das? Was ist das? Absolut eklig. Lässt sich nicht von dieser Seite öffnen. Dann müssen wir uns von oben runterfallen lassen, so wie das aussieht. Das werde ich gleich mal probieren. Das funktioniert. Das könnte nämlich klappen. Ne, geht auch nicht. Ist hier hinter der Wand das Ganze. Aber guckt mal hier. Kleiner Clipping-Fehler. Da fehlt ein Stück Wand. Na gut. Kein Clipping-Fehler, das war gerade von mir eine falsche Aussage. Clipping-Fehler ist ja was ganz anderes. Einfach ein Map-Aufbau-Fehler. So, Freunde, weiter geht's. Jetzt haben wir hier links noch so einen Typen irgendwo stehen, ne? Obwohl, ne. Vorsicht vor links. Naja, scheiß auf den Lizard. Scheiß auf den Lizard. Ich habe mehr Angst vor dem Kollegen hier. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Was hat denn der in der Hand? In seiner Hand hat er gerade so komisch geleuchtet. Okay. Die Viecher sind echt vor Ekel nicht mehr zu übertreffen. Freunde, spielt ihr gerade Dark Souls 3? Wo seid denn ihr so? Ich habe schon ein paar Kommentare gelesen. Ja, ich habe mir das Spiel jetzt auch besorgt und so weiter. Schreibt mir mal, wie weit ihr seid. Ob ihr weiter Bock habt oder ob ihr eher so ein bisschen am Verzweifeln seid. Und ein bisschen die Lust daran verliert. Ich erwische mich selber dabei, wie ich so keinen Bock mehr habe, das Spiel ausmache. Alter, wie geil das aussieht. Und danach ein paar Stunden greift einen wieder die Lust und man hat direkt Bock, es nochmal zu versuchen. Und dann klappt es auch meistens besser als beim ersten Mal. Oh, Armbrustschütze. Ah, oh, bleib mir fern. Den haben wir jetzt gar nicht kommen sehen. Ah! Weg, 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 weg. Jetzt habe ich gerade ein bisschen Respekt. Ach gut. Die halten ja gar nichts aus. Ein Backstep. Ist die Nummer erledigt. Und so noch den Armbrustschützen vornehmen. Den ollen Blödian.
So. Und jetzt habe ich so langsam das Gefühl, als könnte es so langsam, als könnte so langsam mal wieder ein Bonfire kommen. Ah, haha, okay. Ich liebe die Typen. Das sind somit die schlimmsten Gegner. Oh, wenn die einen treffen. Die halten noch immer jede Menge aus, Freunde. Vor denen auf jeden Fall vorsichtig sein. Aber die droppen meistens relativ geile Items. Wie zum Beispiel eine Essensscherbe. Besser kann es ja fast nicht sein. Hört ihr es? Hab ich da jetzt Bock drauf? Was? Alter. Na kommt doch. Wie viele? Na kommt ruhig her, ich mache euch alle blatt. Ah, komm her. Oh Gott. Oh Gott. Muss auf jeden Fall immer schön vorsichtig sein. Oh! Ein Armbrustschütze auch noch. Na toll, zwei gleich. Wir können mal reinfallen. Das will ich erstmal nicht versuchen. Was? Nee. Tür? Keine Tür. Noch mehr, ist klar. Wie viele? Wie viele von den Idioten hier gerade waren? Wir können hier überall reinfallen, Freunde. Ich traue mich aber ehrlich gesagt überhaupt nicht hier reinzuspringen, wenn ich dieses Geatmen im Hintergrund höre. Alter, das sind doch... Seht ihr das? Jetzt wäre da ein riesiges Vieh angebunden. Ich werde auf keinen Fall hier runterspringen. Aber schön wäre natürlich noch ein Bonfire gewesen. Ich könnte wetten, wir haben ja eins verpasst. Weil normalerweise, so vom Zeitgefühl her, wird es langsam Zeit für ein Bonfire. Wenn wir jetzt hier einen Bossfight haben und den ganzen Weg wieder laufen müssen, uncool. Oh Gott, ein Riese. Oh shit! Oh shit! Das hätte ich nicht tun sollen. Wenn der jetzt aufwacht wieder, ne? Ah, wir müssen an dem vorbei. Oh, nee. Oh, nee. Wir müssen wirklich an dem vorbei? Schlimmer geht's ja kaum. Oh, das ist ja Riese. Mal den. Ah! Wie soll ich denn an dem Vieh vorbeikommen?
Mal sterben, sterben mal, Freunde. Wir müssen jetzt auf jeden Fall irgendwie versuchen, den zu boxen und schnell durchzurennen. Wenn er uns nicht jedes Mal treffen würde. Scheiße. Scheiße. Das ist eine heftige Nummer. Nicht ein scheiß Drecks-Bonfire in der Zwischenzeit. Das ist heftig. Und ich denke mal, durchrennen wird unmöglich sein. Ich werde es jetzt zwar mal versuchen. 22.000 Seelen stehen auf dem Spiel und schon der erste Gegner unmöglich, den zu umgehen. Sehr geil. Wir müssen irgendwie jetzt versuchen, hier einfach durchzusprinten. Die müssen wir einfach besiegen. Da führt kein Weg dran vorbei. Aber was wir machen können, wir können einfach hier runterspringen. Das kann man auf jeden Fall machen und dann hier durchrennen. Ah! Den Lizard mitnehmen und schon sind wir hier. Kommt der hier durch? Ich hoffe doch nicht. Dann haben wir das jetzt auf eine schnelle Art gelöst, das Problem. So. Na gut, so geht das ja einigermaßen. Jetzt sind wir eigentlich fast schon beim Riesen, ne? Jetzt müssen wir wieder diese ganzen... Ach so, deshalb können wir hier auch runterspringen. So, jetzt kommt der her, ihr Idioten. Das Langschwert ist einfach geil, wenn man alles damit niedermetzelt. Wie viele Typen, ey. Es ist doch nie euer scheiß Ernst. So. Jetzt müssen wir mal gucken. Ich kletter jetzt nochmal runter und guck mal, wo wir eventuell runterspringen könnten. Da scheint er so nicht aufzuwachen. Ach, die Seelen sind davor. Sehr schön. Ich denke mal, das wäre am sinnvollsten, wenn wir am allerersten Loch reinspringen, oder? Ich bin mir nicht sicher, Freunde. Ich bin mir absolut nicht sicher. Ich habe gerade voll vergessen, dass ich Let's Playe, ne? Das ist gerade der erste Moment gewesen, wo ich echt vergessen habe, dass ich aufnehme. Ich hoffe, ich habe überhaupt gesprochen. Wobei. Ha, 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 ha. Sehr schön. So. Ratten. Schön. Ich liebe Ratten. Nein! Ah! Das ist nicht dein Ernst. Oh nee, warum bin ich jetzt hier runtergefallen? Oh, ist das ein Scheiß. Das wollte ich gerade überhaupt nicht. Runterfallen war das allerletzte, was ich wollte. Na gut, so kommen wir an die Items. Ich denke, wir wären auch so irgendwie runtergekommen.
Ach. Kommen hier mal mehr Ratten. Nein, 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 nein. Oh, bitte lass mich. Jetzt weiß ich echt überhaupt nicht mehr, wo ich hier bin, Alter. Das ist doch der Wahnsinn. Und man könnte jetzt auch versuchen, den Riesen zu besiegen. Hier scheinen unendlich Ratten rauszukommen. Ich gehe einfach mal wieder hoch. Ich hoffe einfach, hier irgendwo ein Bonfire zu finden. Monster voraus. Na toll. Ach. Ich mag dich nicht. Ich hasse die Typen. Oh, schön. Mal sehen, was die schöne Kiste mit sich hat. Drachentöter Blitzpfeil. Okay. Damit kann ich doch umgehen. Schöne Sache, Freunde. Wir kommen gut voran. Ich meine, ich spiele jetzt schon eine halbe Stunde. Haben auf jeden Fall schon ein bisschen was gesehen vom Gebiet. Ich traue mich nicht, diesen Riesen anzugreifen. Das ist mir noch zu heikel. Ich würde nämlich gerne irgendwie noch einen Bonfire finden, damit wir mal unsere Seelen... Oh, ein Fahrstuhl. Und auf dem Hinweis stand gerade Abkürzung voraus. Wo kommen wir denn jetzt hin? Okay, okay. Nicht dein Ernst. Wie geil. Geil, geile Abkürzung. Das ist mal ein Shortcut. So muss das sein, Freunde. Können wir uns einmal zum Feuerbandschrein verpissen, unsere Estus-Scherbe verwerten und ein paar Level machen. Sehr schön. So muss das laufen, Freunde. Schöne Folge. Wir kommen auf jeden Fall ein gutes Stück voran. Jetzt können wir auch gleich mal versuchen, den... Na, sag schnell, was würde ich gerade sagen? Den Riesen mal zu besiegen. Ach so, wir können gleich mal was gucken. Ah ne, Titanitbrocken haben wir noch keine. Lalala, wo ist unsere gute Dame? Hier. Geil, Freunde. Es läuft. 25. Och, wir können nur ein Level machen. Okay. Na gut, dann machen wir halt nur ein Level. Wieder auf 25. 23, 32. Ja, so ist das okay. Bisher fahren wir ganz gut. Ich denke mal, im PvP wird das ein richtig schwaches Bild sein. Aber nicht so wild. Krass, dass es hier nicht ein Bonfire gab bisher, oder? Sonst waren noch immer die Bonfire relativ nah beieinander. Und hier... In diesem Kerker? Nichts. Ich muss dann gleich los. Das kotzt mich ein bisschen an. Ich habe gerade voll Bock zu zocken. Ich würde am liebsten gleich noch eine Folge aufnehmen. Ich bin übrigens über meinem Frei in Berlin bei meiner guten Frau, bei meiner Freundin. Und muss mir überlegen, ob ich eventuell das noch schaffe, eine Runde vorzuproduzieren. Damit ich euch dann, auch wenn ich da bin, damit ich da meinen Kanal noch füllen kann. Mal überlegen, ob ich das irgendwie schaffe. Das wird von meiner Internetleitung gar nicht hergehen, dass ich so viele Folgen hochlade in der Zeit. Mal schauen. Vielleicht kriegen wir es irgendwie gebacken. Es wird auch bald mal wieder eine Folge Zelda oder irgendwas kommen. Ich habe auch mal wieder Bock, was anderes zu Let's Playen. In letzter Zeit kam ja wirklich nur noch Dark Souls, Dark Souls, Dark Souls. Wir machen keinen Schaden. Vielleicht stampft er ja nur. Vielleicht stampft er nur, dann haben wir eine Chance. Alter, diese ganzen Ratten, ne? Er stampft. Alter, die Ratten!
Wenn die Ratten nicht wären, ne? Ey, wie viele? Das hört doch nicht auf, ne? War's das jetzt mal mit Ratten? Nee, natürlich nicht. Ich will nicht wissen, was wir bekommen, wenn wir hier diesen Riesen besiegen. Ich weiß nicht, ob der... Ja, verliert auch schon mal Leben. Okay. Er hält zwar wirklich sehr viel aus. Oh, es kommen noch mehr Ratten. Okay, okay. Ah. Wow, 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 wow. Schön vorsichtig sein. Ah. Das hat genau gesessen. Verpiss mich mal schnell. Schnell in Estus reinpfeifen. So. Und weiter geht der Fight. Den gemeinen schaffen wir. Oh, ist das heftig. Diese blöden Ratten. Eine Plage, ey. Dass sie auch gleich unendlich kommen müssen. Ich meine, gut. Wahrscheinlich wollten sie dem Riesen noch irgendwie ein bisschen erschweren. Oh. Er ist tot. Sehr geil. Genau auf uns draufgefallen. Titanitbrocken und die Eucheküchlein. Sehr, sehr geil. Riese tot. Ratten tot. Sehr schön. So, jetzt bin ich aber gerade ein bisschen, überfragt. Ich meine, geht's hier irgendwo weiter? Ich glaube kaum. Und jetzt haben wir den Riesen weggeholzt. Jetzt können wir sozusagen obenrum wieder unseren normalen Weg gehen. Und dann oben irgendwo versuchen weiterzukommen. Aber ich denke mal, hier wird es nichts mehr geben. Hier war die Kiste und das war's. Ach, hier ist eine Leiter. Okay. Dann nehme ich natürlich alles zurück, was ich gesagt habe. Wir sind ja nicht über den regulären Weg hier runtergekommen, sondern eiskalt. Eiskalt, was wollte ich gerade sagen? Runtergesprungen, beziehungsweise runtergefallen. So. Okay. Das Item will ich mir holen. Ich hoffe, ich sterbe nicht bei dieser Aktion jetzt. Oh, Gott sei Dank. Blitzbolzen. Cool. Ach, jetzt sind wir wieder hier, oder was? Ach, ist das blöd. Die Masse macht's, Freunde. Wenn ihr es so wollt, immer und immer wieder. Das sind so viele jedes Mal. So, jetzt probieren wir mal unser Glück mit dem regulären Weg. Der Riese ist ja jetzt tot. Wir können sozusagen normal weiterlaufen. Weil irgendwo hier muss es ja weitergehen. Hier lang ging es nicht. Also muss es hier lang gehen. Oh, Crystal Lizard. Scheiße. Bam. Noch ein Brocken. So, wo geht's denn jetzt hier überall lang? Erstmal die Leiter hinab. Hier geht's weiter. Hier irgendwo
es weitergehen. Und ich könnte wetten, dass der Boss dieses Gebiets irgendein Rattenkönig ist. Irgendein Riesenratte oder irgendeine Scheiße. Wow. Okay. Weiter geht die wilde Tour. Hier geht's auch noch rein. Sehr schön. Gehen wir erstmal hier lang. Ah, eine Riesenratte. Ha! Ah, mehrere Riesenratten. Oh fuck. Oh fuck. Ach, das Langschwert. Freunde, das Langschwert. Das ist einfach die Waffe der Macht. Ach, jetzt können wir hier in die Mitte gehen. Da würde ich ja fast schon sagen, wir gehen doch nochmal zurück und nochmal diesen Gang lang. Oh Gott, hört ihr das? Das sind doch diese Fluch. Was ist das denn? Das sind doch diese Fluchviecher. Die kennen wir schon aus den anderen Teilen. Seht ihr, hier sind noch Kisten. Ey, noch so ein Typ. Mal eine andere Form. Der läuft ein bisschen anders. Dass die auch immer aushalten müssen. Au. Freunde, es tut mir leid, dass ich heute so wenig laber. Dunkler Clownring. Aber ich bin heute wirklich ein bisschen hochkonzentriert. Oh, eine normale Kiste. Mal was anderes. Alter Zellenschlüssel. Seriously? Fluch, Freunde, Fluch. Ich weiß noch nicht, was der Fluch in Dark Souls 3 bewirkt, aber in Dark Souls 1 war es sehr schlimm, verflucht zu werden. Oh Gott, nein! Ich will nicht verflucht werden. Ich verpiss mich. Oh Gott. Ich verzieh mich jetzt einfach. In der Hoffnung, dass sie den Weg nicht finden. Hä? 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 Okay, ihr habt mich verloren. Sehr schön. Versucht Einzel... Oh nein, nicht ein ganzer Circle von diesem Dreck. Oh Mann. Oh nein, 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 nein. Ah! Direkt tot. Keine Chance. Keine Chance. Scheiß die Wand an. Jetzt sind wir schon bei 45, gleich 43 Minuten. So langsam muss ich mich ein bisschen sputen, Freunde. So viel Zeit bleibt mir nicht mehr für diese Folge. Ist irgendwo ein Hebel? Sag nicht, hier gibt's keinen Hebel. Hier gibt's keinen verkackten Hebel. Ist das dein Scheiß ernst? Nee, doch. Oh, ich wollte gerade sagen. Das wäre jetzt ein Rotz gewesen. Ich will auch nochmal auf dieses... Eigentlich würde ich auch nochmal auf dieses Podest gehen, aber ich habe irgendwie das Gefühl, hier liegt gar nichts. Warum sollte ich auf dieses Podest? Mir in dem Fahrstuhl runterfahren und mir zwischendrin nochmal so einen komischen... Ja, da steht was, aber ich habe echt nicht das Gefühl, dass hier irgendwas wäre. Nicht voraus irgendwas. Ein sinnloser Podest, der uns jetzt Leben kostet. Na gut. Schick mal Dentler wieder hoch. Vorbei an den Ratten. Die Leiter hoch. Jetzt wissen wir ja Gott sei Dank, wo es lang geht. Zum Glück können Ratten keine Leiter noch klettern. Dann will ich nochmal diesen Raum versuchen mit den ganzen Magiern. Und wenn wir es jetzt nicht schaffen, Freunde, muss ich leider zeitlich bedingt die Folge von heute beenden.
Ob das was wird? Ob das was wird? Oh Gott. Fallt ruhig runter. Ich hoffe, der Rest kommt nicht auch noch mit. So. Mal sehen, ob wir das jetzt packen. Das ist heftig. Diese Gegner, diese Magier. Oh. Oh, oh. Wenn die einmal im Flow sind, ja, es ist schön. Es ist super schön. Ihr seid die Besten. Wie soll ich denn so viele Ratten besiegen? Ach, kommt schon. Bitte noch mehr Ratten. So, da haben wir nur noch 3 Estus. Ich habe eigentlich gehofft, dass wir irgendwie durchkommen. Aber nö. Da war doch die ein oder andere Ratte zu viel. Ey, gibt's das? Meine Fresse, ey. Versuchen wir ja eben durchzurennen. Vielleicht finden wir ja irgendwo ein Bonfire. Alter. Was ist das für eine geile Aussicht? Okay, hier ist noch ein Fahrstuhl. Ich fahre den mal eben. Blitzklinge. Eine Waffenverzauberung. Sehr schön. Nein! Noch scheiße. Ach, Freunde. Was eine Scheißfolge. Kacke. Das war nicht gewollt. Ah, blöd gelaufen. Bis dahin gehen wir noch, Freunde. Bis dahin gehen wir noch. Ich fahre noch den Fahrstuhl hoch. Und dann muss ich leider wirklich für heute Schluss machen. Das ist jetzt gerade blöd gelaufen. Ich dachte, wir können einfach runterspringen. Und eisekalt ist da einfach mal ein Abgrund. Das ist natürlich weniger cool. Bin ich voll in die Falle getappt. Aber naja, sowas passiert. Da steckt man manchmal nicht so richtig drin. Manchmal sitzt das Hirn halt komplett aus. So. Versuch Nummer 2. Schnell weg. Nicht in sinnlose Kämpfe verwickeln lassen. Wir wollen einfach nur weiterkommen. Manchmal muss man bei Dark Souls eben durchrennen. Das hilft alles nichts. So. Dann müssen wir es eben auf die sichere Nummer machen. Und die Ratte verratte einzeln besiegen. So. Gut. Sehen wir noch die Riesenrattilines. Machen die Schaden? Okay. Okay. Oh Gott. Das wäre doch unser Ende gewesen. Keine Ahnung, ob das richtig ist, was ich hier gerade tue, aber ich habe einfach gar keinen Bock. Es
gegen diese Magier zu kämpfen. Ich hoffe, da liegt jetzt nichts so Besonderes oder Wichtiges. Ich hoffe einfach, dass wir irgendwann nochmal die Möglichkeit haben, zurückzugehen. Jetzt echt diese Aussicht, ne? Ich kann mich auch erinnern, irgendwo waren wir dort oben schon mal. Oder irgendwie kommt mir diese Ruine da auf dem Berg, kommt mir irgendwie bekannt vor. Na gut, dort schon mal gewesen sein, ist ein bisschen unrealistisch, ne? So weit wie das weg ist. Keine Ahnung. Aber irgendwie kommt mir es bekannt vor. Auf jeden Fall. So, wo sind wir denn jetzt? Nee, oder? Das ist ja mal ein Mörder-Shortcut. Okay, das ist einfach nur ein Shortcut, den wir gerade freigeschalten haben. Und zwar ein richtig guter. Da können wir direkt vom Bonfire. Na gut, nicht direkt. Ah, ist so eine Sache, ne? Welcher Weg ist jetzt kürzer? Eine zwei Shortcuts, die ungefähr die ähnliche Entfernung haben. Der hier ist halt der sicherere. Der andere ist halt von Gegnern übersät. Alter, wie viele das sind. Ich gehe jetzt einfach mal hier lang. Oh Gott. Eigentlich wollte die Schlange aufhören zu zocken, verdammte Kacke. Wir haben noch nichts gepult. Freundlich, ich würde jetzt an dieser Stelle einfach mal die Folge beenden. Ja, wir beenden jetzt hier an dieser Stelle einfach mal die Folge. Ist ein bisschen anderes Ende, mal nicht an dem Bonfire, aber nicht so schlimm. 14 Stunden, 20 Minuten schon. Krass. Spiel. Verlassen. Ah, Freunde, ich habe wirklich kurzzeitig mal vollkommen verpennt, dass ich überhaupt gerade ein Let's Play aufnehme und weiß nicht so recht, ob ich überhaupt genug gelabert habe oder hier eine halbe Stunde gezockt habe, ohne ein Wort zu sagen. Ich habe einfach zwischendurch einfach mal so gedacht, oh, ich zocke gerade Dark Souls, ja. Aber dass ich gerade eine Aufnahme gestartet habe, war irgendwie weg. So, Spiel verlassen, Endcard an, Mucke an. Warum das denn mal nicht funktioniert? Jetzt. Freunde, das war Dark Souls 3, Folge 18. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß mit der Folge. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Wir haben ein gutes Stück von dem Level gesehen. Einen riesigen Gigantomanen besiegt und ja, ein bisschen den Kerker von Eritiel begutachtet, ein paar Shortcuts freigeschalten, mal sehen, wo uns das alles noch hinführt. Ich hoffe, dass wir in der nächsten Folge auf jeden Fall irgendwie noch schaffen, die ganzen Magier dazu besiegen, weil dahinter wird bestimmt irgendwas Wichtiges sein. Gut, Freunde, ich blende mich mal aus und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Wie gesagt, vielen Dank fürs Einschalten, immer fleißig weiter zocken, ihr wisst Bescheid, macht es gut, wir sehen uns in den nächsten Videos. Ja, tschüss, bis dann, Freunde. Wir sehen uns.